Schön. Thema Langzeitgedächtnis üben. Das heißt, was muss ich tun, wenn ich heute 100 Englischwörter gelernt habe oder Formeln, Namen, dass ich die tatsächlich im Langzeitgedächtnis wieder finde? Es gibt eigentlich eine ganz einfache Faustregel, die kann man mal austesten und dann zu fühlen, geht das für mich auch so? Muss ich mehr oder kann ich auch weniger üben? Ich denke, zu sagen, 6, vielleicht 7 Repetitionen von einer Information, die Sie so gelernt haben, wie wir das miteinander geübt haben, dieses Verknüpfen von beiden Hirnhälften, also Logik und Gefühle gekoppelt, das würde reichen. 5, 6 Mal repetieren ist vielleicht zu wenig, 6, 7 Mal ist vielleicht genau richtig, 10 Mal eher nicht. Es kommt ein wenig darauf an, wie das Leben des einen jeweils aussieht. Ist er sehr gehetzt, hat er viel um die Ohren, hat er mehr Ruhe, hat er Zeit nachzudenken. Sie wissen ja, wenn Sie lernen, hilft es auch wieder mal zu schlafen, weil im Schlaf wird das Gelernte verarbeitet. Und es braucht etwa 6 Impulse, vielleicht 7, bis Sie merken, jetzt ist es griffig, jetzt ist es flüssig, es ist aus dem FF. Das wäre da, wo das Gefühl eigentlich den Lernprozess abruft und nicht die Logik. Würde heißen, ich lerne heute Französischwörter oder Englischwörter. Wäre nicht schlecht, Sie würden, wenn Sie jetzt gerade Französisch nehmen als Beispiel, nicht eine Stunde am Stück lernen. Das ist nicht wirklich clever. Sondern Sie sagen sich vielleicht, ich gebe mir jetzt eine Viertelstunde Zeit, diese 20 Französischwörter mal zu üben, in 10er-Häppchen. So dass Sie sagen, ich lerne 10 Französischwörter, bis ich sie einigermaßen flüssig kann. Und dann lerne ich die nächsten 10. Und springe dann nochmal zurück zu der ersten 10er-Gruppe. Das bedingt also, dass Sie nach etwa 5, 6 Minuten nochmal die Informationen, die Sie gerade gelernt haben, nochmal anschauen. Ist schon toll, weil dann haben Sie erstens mal Selbstvertrauen, weil Sie merken, die sitzen wirklich. Übrigens, wie man französische Wörter und englische Wörter lernt, machen wir im nächsten Kapitel. Aber Sie sehen, es funktioniert wirklich, es gibt Energie, es gibt Selbstvertrauen. Und Sie sind automatisch am Wiederholen im richtigen Zeitpunkt. Weil Sie sollten so faustregelmäßig nach einer Viertelstunde, was immer Sie lernen, nochmal wiederholen, sollte auch vielleicht in der Schule so sein, dass Lernstoff nicht einfach nur eine Stunde lang auf die Schüler rübergeschüttet wird, sondern dass man die wirklich dazu kriegt, sich mal nach einer Viertelstunde hinzusetzen, zu schreiben, was kann ich jetzt schon. Dann ist es auch für den Schüler klar, das habe ich drauf. In dem Moment, wo der Schüler schreibt, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Schüler alleine schreibt, ohne dass er noch was hören muss. Er hat Zeit, nur zu schreiben. Es ist wahnsinnig schwierig für uns Menschen, gleichzeitig zu schreiben und zuzuhören. Ist fast nicht möglich. Es ist, wenn Sie rückwärts einparkieren und jemand will mit Ihnen noch ein ernsthaftes Gespräch führen, das kriegen Sie gar nicht so richtig hin, 2 Dinge bewusst gleichzeitig machen. Und für mich als Lehrer gibt es die Möglichkeit zu schauen, hat der das hingeschrieben, was ich will? Also hat der jetzt wirklich die 10 französische Wörter hinschreiben können, ja oder nein? Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich zu zweit gegenseitig hinsetzt und sich gegenseitig abfragt. Macht für den Lehrer auch Sinn, weil dann kann er beobachten und die schwierigen Fälle rausnehmen und denen helfen. Und die anderen sind selbstständig am Lernen, ist sehr angenehm auch. Ich kann das bis zu 50 Wörter am Stück machen, also immer 10 lernen, zurückspringen zu den vorher gerade gelernten, die nächsten wieder zurückspringen. Am Schluss habe ich 50 Wörter, wenn es geht, auf Karteikärtchen, damit ich die schlechten von den guten sortieren kann. Also wenn ich dann 10 lerne, sind immer 3, die mühsam sind, die kommen halt dann nochmal, bis sie vollständig sind. Und dann einfach alle 50 durchmischen und nochmal gucken, welche sitzen jetzt wirklich, welche nicht. Wenn Sie das spielen, dieses Spiel, dann sind Sie also bei 50 Wörtern, da haben Sie keine 40 Minuten, eher 30 Minuten, dann sitzen die schon mal. Die würden dann einen Tag ruhen dürfen, maximal. Und dann müssen Sie nochmal durch. Es gibt ja nichts Frustrierenderes, als wenn Sie 100 französische Wörter gelernt haben und merken in 10 Tagen, wenn Prüfung ist, die sind weg. Also, richtig repetieren, lernen. Lernkarteien, wie das in meinem Buch gemalt ist, helfen natürlich den administrativen Ablauf gut zu strukturieren. Also man legt dann die 50 Kärtchen in diese 6 Abteile große Lernkarteikiste, hat es also jetzt zum ersten Mal gelernt, legt es in die erste Abteilung und guckt die dann innerhalb von den nächsten 20, 24 Stunden wieder an. Die gut sind, springen eine Etage weiter rauf und die anderen, die bleiben da stehen bis zum nächsten Tag. Werden aber korrigiert im Kopf. Man macht also quasi das Wort, das nicht so richtig sauber war, noch einmal und legt es zurück. Bleibt da liegen.
Und am nächsten Tag legen Sie vielleicht ja wieder neue 50 Wörter dazu. Von den gestrig gelernten 50 liegen da vielleicht noch 10, haben Sie 60 und 40 oben. Dann reduzieren Sie die 40 oben nochmal. Und die Guten gehen eine Etage höher und die Schlechten springen an den Anfang zurück. Und dieses Konzept ist irgendwie schon noch clever, weil Sie dann nur diejenigen, die Mühe machen, öfters repetieren und die anderen, die gehen durch, bis sie 6-mal repetiert wurden und dann kann man die mal in einen Schrank stellen. Hält etwa ein halbes Jahr, wenn Sie es nicht dauernd brauchen. Natürlich, wenn Sie dauernd französische Wörter brauchen im Unterricht, müssen Sie nie mehr repetieren. Das war es dann. Aber wenn Sie lateinische Satzverbindungen oder irgendwelche biologischen Formen memorisieren mussten, wäre es schon toll, Sie würden dann alle 6 Monate nochmal reingucken und sagen, jetzt will ich es nochmal wissen, weil etwa so lange hält dieser Lernvorgang. Wenn Sie etwas ein halbes Jahr nicht mehr brauchen, ist die Chance relativ groß, dass Ihr Gehirn sagt, brauche ich nicht, vergesse ich wieder. Also kleine Zähnehäppchen in der Lernkartei so arbeiten, dass Sie jeweils die Guten raufschieben, die Schlechten wieder an den Anfang zurückstellen, gibt es auch das Gefühl von, ich sehe den Fortschritt. Und wenn Sie dann oben raus sind, die Kärtchen, so alle halbe Jahre einmal angucken, wenn es nicht ein Lernstoff ist, der dann gebraucht wird, das wäre sehr sinnvoll. Schön, das zur Lernkartei und Karte und zu der Wiederholungsgeschichte.